Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 31, Teil B. Wir werden hier die Beweise zum letzten Lernvideo diskutieren, das heißt insbesondere den Beweis zum Satz über den lokalen Diffeomorphismus. Ja, wir kommen zum ersten Beweis, und zwar dem Beweis von Lemma 3.7. Nochmal, die Aussage ist, dass wir einen Homeomorphismus haben zwischen U und V und der soll differenzierbar sein. Und die Umkehrabbildung ist auf alle Fälle schon mal eine schädige Funktion und wir nehmen an, dass diese in einem Punkt Y differenzierbar ist. Und die Aussage ist nun, dass wir dann die Ableitung mit diesen Formeln ausrechnen können in dem Differenzierbarkeitspunkt von der Umkehrabbildung. Der Beweis ist einfach, der besteht aus zwei Beobachtungen. Zum einen haben wir aufgrund der Tatsache, dass Psi die Umkehrabbildung ist von Phi, aufgrund dieser Tatsache wissen wir, dass Psi verknüpft mit Phi eben die Identitätsabbildung ist auf U und ebenfalls ist Phi verknüpft mit Psi die Identitätsabbildung auf V. Und ja, die Identitätsabbildung ist eben differenzierbar und hat die Ableitung an jedem Punkt X ist die Ableitung der Identität eben die Identität selber. Und das können wir benutzen, um zunächst mal diese beiden ersten Äquivalenzen oder Gleichheiten hier zu sehen. Die Identität ist also die Ableitung der Verkettung von Psi mit Phi bzw. von Phi mit Psi. Und auf der anderen Seite können wir diese Ableitung anders ausrechnen, indem wir die Kettenregel verwenden und wir bekommen dann diesen Ausdruck bzw. diesen Ausdruck. Und wenn wir diese linearen Abbildungen, die Ableitung von Psi bzw. von Phi mit S und T abkürzen, sehen wir, dass S verkettet mit T die Identität ist und T verkettet mit S die Identität ist. Und das bedeutet, dass S das Inverse ist von T. Und das ist genau diese Behauptung, die Sie hier sehen. Und der Übergang auf die Jacobi-Matrizen, den erhält man eben durch den Übergang zu den entsprechenden Darstellungsmatrizen dieser linearen Abbildung. Und damit ist der Beweis dieses Lemmas auch vollständig. Ja, den nächsten Satz, den wir beweisen möchten, ist dieser hier. Hier haben wir auch wieder einen Homeomorphismus Phi zwischen zwei Mengen U und V. Wir nehmen an, dass Phi stetig differenzierbar ist. Und jetzt ist die wichtige zusätzliche Bedingung, dass für alle x die Jacobi-Matrix invertierbar ist. Und die Aussage ist dann, dass dann die Umkehrabbildung von Phi stetig differenzierbar ist. Mit anderen Worten, wir haben dann einen Diffeomorphismus. Ja, der Beweis dieses Satzes gliedert sich in drei Schritte. Der zweite Schritt ist vielleicht der zentrale Schritt. Hier wird nachgewiesen, dass Psi differenzierbar ist in beliebigen Punkten in V. Der dritte Schritt beschäftigt sich, ist ein kürzerer und der zeigt dann, dass Psi sogar stetig differenzierbar ist. Ja, und der erste Schritt ist eine Transformation, ein Transformationsschritt, der es erlaubt, dann sozusagen Schreibarbeit sich zu sparen in dem zweiten und dritten Schritt. Und wir werden diese Transformation später auch in weiteren Beweisen einsetzen, um sich Schreibarbeit zu sparen. Die Idee von diesem ersten Schritt ist folgendes, dass wir, wenn wir uns Phi und Psi in Punkten x0 bzw. y0 ansehen möchten, wobei eben y0 der Bildpunkt von x0 sein soll, dann können wir die Definitionsgebiete UV und auch unseren Homeomorphismus Phi so transformieren, dass wir x0 auf die 0 schieben, y auf die 0 schieben und dass die Jacobi-Matrix von Phi die Identität ist, die Einheitsmatrix ist. Und das macht man wie folgt. Wir definieren ein neues Definitionsgebiet U-Tilde, indem wir U minus x0 rechnen, das heißt jeder Punkt
Die Menge U tilde besteht aus allen Punkten der Form x minus x0, wobei x aus U kommt. Und wir definieren ein Phi, ein V tilde, auf diese Art und Weise. Hier kommt die inverse Matrix der Jacobi-Matrix im Punkt x0 vor. Das heißt, die Bildmenge V tilde wird zum einen transliert, aber dann auch verzerrt. Und die Dimension des Spanns dieser Menge ändert sich aber hierbei nicht, ne? Weil das eine invertierbare Matrix ist. Und dann transformieren wir unseren Homeomorphismus Phi und führen diesen Homeomorphismus Phi tilde ein, auf diese Art und Weise. Wenn wir jetzt hier mal kurz rechnen, dann sehen wir, dass Phi tilde an der Stelle 0 nach Definition ja nichts anderes ist als Phi an der Stelle x0 minus y0. Und da ja jetzt x0 auf y0 abgebildet wird, steht hier also eine 0. Und das bedeutet, da kommt einfach 0 raus. Das heißt, Phi tilde bildet die 0 auf die 0 ab. Und weiter gilt, dass die Jacobi-Matrix von Phi tilde an der Stelle 0, wenn man das hier ausrechnet, gerade die Einheitsmatrix ist. Und das steht auch hier nochmal. Nur anstatt der Jacobi-Matrix haben wir hier jetzt die Notation mit der Ableitung. Und das andere, was man entdeckt, ist, dass eben die Umkehrbildung zu Phi tilde, also man stellt zunächst mal fest, aufgrund der Tatsache, dass diese Transformationen, die hier drin stecken, alles Diffeomorphismen sind, stellt man fest, dass auch Phi tilde ein Homeomorphismus ist und stetig differenzierbar ist. Und genau die Voraussetzung dieses Satzes erfüllt, wobei man einfach U, V und Phi durch die Ausdrücke mit dem Tilde ersetzen muss. Und was man dann also feststellt weiter ist, dass die Umkehrabbildung genau dann stetig differenzierbar ist in 0, wenn die ursprüngliche Umkehrbildung Psi stetig differenzierbar in Y0 ist. So, das heißt, mit dieser Transformation und dieser Beobachtung stellt man fest, dass man sich immer durch diese Transformation auf die Situation zurückziehen kann, wo man sich den Punkt 0 ansieht, der auf die 0 abgebildet wird und eine Abbildung sich ansieht, die eben die Jacobi-Matrix hat, welche durch die Einheitsmatrix gegeben ist. Ja, wir kommen jetzt zum zweiten Schritt. Da müssen wir nachweisen, dass Psi differenzierbar in V ist. Das heißt, für einen beliebigen Punkt Y aus V müssen wir zeigen, dass Psi in Y differenzierbar ist. Jetzt machen wir es uns ein bisschen bequem, was die Schreibweise angeht, und nehmen ohne Beschränkung der Allgemeinheit an, dass Y gleich 0 ist und dass das Urbild von Y auch die 0 ist. Und dass unser Homeomorphismus Phi an der Stelle 0 die Ableitung Identität hat. Wenn diese Bedingungen hier nicht erfüllt sein sollten, dann können wir mit Schritt 1 einfach das Problem transformieren, sodass diese drei Bedingungen erfüllt sind. Dann mit den transformierten Größen arbeiten. Und am Schluss können wir dann wieder die Rücktransformation durchnehmen und dabei ändert sich die Differenzierbarkeitseigenschaft eben nicht. Ja, wir beginnen mit dem, was wir wissen, nämlich wir wissen nach Voraussetzung, dass Phi differenzierbar ist in der Null. Und wenn wir uns an die Definition der Differenzierbarkeit im Mehrdimensionalen erinnern, dann basiert die auf der Weierstrassischen Zerlegungsformel und die sehen Sie jetzt nochmal hier. Für alle Vektoren h aus u haben wir das phi h minus diese, wenn Sie möchten, Taylor-Entwicklung vom Grad 1, gerade gleich einem Restterm ist. Den Restterm haben wir jetzt hier so aufgeschrieben als die Norm von h mal ein Rho von h. Und dieses Rho von h hat die Eigenschaft, dass es verschwindet, wenn der Vektor h gegen 0 geht. Das war eine Möglichkeit, die Weierstrassische Zerlegungsformel hinzuschreiben. Und wenn man jetzt hier nochmal genauer hinsieht, dann entdeckt man, dass eben Phi von 0 ja gerade 0 ist und dass die Ableitung von 4 an der Stelle 0 in Richtung h gerade
der Vektor h ist, dann haben wir diese beiden Eigenschaften hier verwendet. Und damit erhalten wir eben diese praktische Identität. Ja, um jetzt nachzuweisen, dass Psi, die Umkehrabbildung im Punkt 0, differenzierbar ist, möchten wir einfach die Weierstrassche Zerlegungsformel für Psi ansehen. Dazu nehmen wir jetzt einen Punkt k, den Vektor k aus dem Definitionsbereich der Umkehrabbildung, also aus V. Und wir bezeichnen mit h jetzt das Urbild von k unter Psi. Das heißt, h ist so definiert, oder weil wir eben Umkehrabbildung haben, könnten wir auch sagen, dass eben k gerade das Bild von h ist unter phi. Das wäre äquivalent. Und was wir jetzt eben entdecken, ist, dass Psi an der Stelle k ja gerade h ist, nach Definition von h, aber h kann man jetzt mit Hilfe dieser Identität hier anders aufschreiben, nämlich als die Differenz von phi h minus Norm von h mal rho h. Und wir möchten jetzt diesen Term hier, den ich hier mal gelb markiere, diesen Term möchten wir jetzt als Restterm schreiben, also in das Format bringen, des Restterms der Weierstrasschen Zerlegungsformel. Und die Behauptung ist, dass das möglich ist, wenn wir rho tilde von k so definieren, wie es hier zu sehen ist. Wobei hier ein Tippfehler ist, hier muss ein Minuszeichen noch hin. Okay, schauen wir mal an, ob das tatsächlich richtig ist. Wenn wir dieses Produkt hier ausrechnen, sollte ja dieser Term hier rauskommen. Wenn die Norm von k 0 ist, dann ist dieser Term hier 0. Aber dann ist auch h 0, weil wir angenommen haben, dass phi von 0 gleich 0 ist und phi ist eine Bijektion. Das heißt, in diesem Fall ist auch dieser Term 0. Das heißt, der Fall k gleich 0 ist schon mal überprüft und in Ordnung. Wenn k ungleich 0 ist, dann schauen wir uns diesen Term mal an. Wenn wir den mit dieser Norm von k multiplizieren, bleibt psi k in der Norm mal rho von psi k übrig. Und wenn wir jetzt benutzen, dass psi k ja das gleiche ist wie h, dann sehen wir, dass hier tatsächlich Norm von h mal rho h rauskommt. Und dieses Minuszeichen hatte ich ja gerade ergänzt. Wenn wir jetzt zeigen können, dass dieses rho tilde von k gegen 0 geht für k gegen 0, dann folgt aus der Definition der Differenzierbarkeit, dass Psi von k, dass Psi in Punkt 0 differenzierbar ist. Das heißt, wir müssen also nur noch dieses hier nachweisen. Ja, und um das nachzuweisen, wählen wir uns jetzt eine Folge von kj's in V, die gegen 0 konvergieren, also eine Nullfolge, und wir nehmen an, dass die kj's von 0 alle verschieden sind, damit wir nur diesen oberen Fall immer diskutieren müssen. Und wir werden jetzt zeigen, dass rho tilde von kj gegen 0 geht, indem wir zwei Dinge zeigen. Wir sehen ja, dass das hier ein Produkt ist, und was wir zeigen werden, ist, dass dieser erste Faktor im Produkt eine beschränkte Folge entlang von kj ist, und wir werden zeigen, dass dieser zweite Faktor hier gegen 0 geht. Und wenn wir das gezeigt haben, dann folgt eben, dass das Produkt gegen 0 geht. Okay, als allererstes führen wir eine Notation ein. Wir schreiben, definieren hj als das Bild von kj unter psi. Und weil psi stetig ist, ist ja ein Homeomorphismus, und kj gegen 0 geht, wissen wir schon, dass psi kj gegen psi von 0 geht, und psi von 0 wird auf 0 abgebildet, weil ja nach Voraussetzung phi von 0 gleich 0 ist und das dann auch für die Umkehrabbildung gilt. Das heißt, hj konvergiert gegen 0. Andererseits ist rho von psi kj das gleiche wie rho von hj nach Definition von hj, und da hj gegen 0 geht und rho diese Eigenschaft hat, dann auch gegen 0 zu gehen, bekommen wir eben, dass dieser zweite Term entlang der Folge kj schon mal gegen 0 konvergiert. Das können wir also festhalten, das folgt aus dieser Behauptung römisch 2, dass dieser Term hier gegen 0 konvergiert. Ja, jetzt schauen wir uns noch den dritten Term an. Das ist der Vorfaktor, von dem müssen wir zeigen, dass er beschränkt ist. Und
Dazu gehen wir wie folgt vor. Zunächst stellen wir fest, dass wir einen Index J0 finden können, sodass diese Behauptung hier gilt. Warum ist das richtig? Nun, wir wissen ja bereits, dass Hj gegen 0 konvergiert. Und wir wissen auch bereits, dass Rho Hj gegen 0 konvergiert. Und dann ist es einfach eine Konsequenz der Definition der Konvergenz nach Folge, dass wir dann die Norm von Rho Hj abschätzen können durch ein Halb für alle Indizes J, die größer sind als so ein Index J0. Und mit dieser Abschätzung können wir jetzt in die Abschätzung für Psi Kj gehen. Wenn wir uns Psi Kj ansehen, dann ist es nach Definition nichts anderes als Hj. Das heißt, die Normen stimmen auch überein. Und wir können jetzt in Hj die Identität von hier oben einsetzen. Diese hier. H ist also Phi von H minus Norm von H mal Rho H. Okay, das ist hier passiert. Phi von Hj minus Norm von Hj mal Rho Hj. Jetzt erkennen wir wieder, dass Phi von Hj gleich Kj ist und Hj ist Psi von Kj. Und wenn wir dann die Dreiecksungleichung benutzen, sehen wir, dass eben der erste Term durch die Norm von Kj abgeschätzt werden kann und der zweite Term wird abgeschätzt durch die Norm von Psi Kj mal die Norm von Rho Hj. Aber die Norm von Rho Hj ist ja kleiner gleich ein Halb und deshalb steht hier ein Halb auf dieser rechten Seite. Und das ist jetzt praktisch, weil wir hier und hier zweimal den gleichen Ausdruck haben und wir können auf beiden Seiten jetzt ein Halb Norm von Psi Kj abziehen und erhalten dann diese Abschätzung, die hier steht. Und diese Abschätzung ist eben richtig für alle späten Folgenglieder, also für alle J größer gleich J0. Und damit haben wir gezeigt, dass wenn wir jetzt nochmal durch die Norm von Kj teilen, dass dann diese Folge hier beschränkt ist. Und das war dann, was zu zeigen war, um zu zeigen, dass das Restglied in der Weierstrasschen Zerlegungsformel für Psi eben tatsächlich schneller als linear gegen 0 geht. Und damit haben wir die Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion in dem beliebigen Punkt nachgewiesen. Was jetzt noch fehlt, ist nachzuprüfen, dass die Ableitungen auch stetig sind, also die Ableitungen von Psi stetig sind. Und dazu führen wir eine kurze Schreibweise ein. Wir führen zwei matrixwertige Abbildungen ein. Die erste Abbildung ist hier die Abbildung T. Die nimmt einen Punkt aus U und bildet die auf die Jacobi-Matrix von Phi in diesem Punkt ab. Und nach Voraussetzung ist die Jacobi-Matrix von Phi in jedem Punkt invertierbar. Das heißt, hierdurch wird eine Abbildung von U in die invertierbaren Matrizen, ein Kreuz N-Matrizen, definiert. Und die zweite Abbildung ist im Prinzip das Analoge für die Umkehrfunktion. Wir nehmen einen Punkt Y und bilden den auf die Jacobi-Matrix der Umkehrabbildung in Punkt Y ab und das ist eine n-Kreuz-n-Matrix, die wird auch invertierbar sein. Ich könnte hier auch also diese lineare Gruppe hinschreiben. Wir wissen, dass diese beiden Abbildungen in einer Beziehung stehen, nämlich das ist genau das, was wir in Lemma 3.7 nachgewiesen haben. Wenn wir einen Homomorphismus haben, der stetig differenzierbar ist und die Umkehrabbildung differenzierbar ist, dann ist die Jacobi-Matrix immer die Inverse der Jacobi-Matrix der ursprünglichen Funktion. Also wir haben diese Identität hier und die gilt für alle Y aus V. Und das erlaubt uns nun, diese Abbildung S anders aufzuschreiben, nämlich als eine Verknüpfung von drei Funktionen. Zunächst einmal stellen wir fest, wenn wir hier reingucken, dass das ja das gleiche ist wie die Verknüpfung von T mit Psi an der Stelle Y. Und
Das hier verknüpfen wir jetzt mit einer weiteren Abbildung, die hier als mit f bezeichnet ist. Und dieses f macht nichts anderes als a zu invertieren. Und deshalb gilt diese Darstellung. Das heißt, das f ist eine Abbildung der invertierbaren Matrizen in die invertierbaren Matrizen und die invertiert einfach die Matrix. Und man kann sich klar machen, dass dieses f eine stetige Abbildung ist, indem man zum Beispiel die Cramersche Regel verwendet, um Matrizen zu invertieren. Und andererseits ist ja t stetig, weil wir angenommen haben, dass phi stetig differenzierbar ist. Und psi ist stetig, weil psi als Umkehrbildung eines Homeomorphismus eben stetig ist. Das heißt, wir haben hier tatsächlich drei stetige Funktionen und die Verknüpfung stetiger Funktionen ist wieder stetig und damit ist s stetig. Und wenn s stetig ist, bedeutet das eben, dass die Ableitung stetig von y abhängt. Und damit ist auch der dritte Punkt bewiesen und der Beweis dieses Satzes ist zu Ende. Okay, jetzt wollen wir den zentralen Satz dieses Kapitels beweisen, nämlich den Satz über den lokalen Diffeomorphismus oder wie auch genannt wird, der lokale Umkehrsatz. Vielleicht schreibe ich das dazu. Also der Satz heißt auch lokaler Umkehrsatz. Worauf bezieht sich das Lokal? Nun, das Lokal bezieht sich darauf, dass wir nicht die komplette Abbildung Phi invertieren können, sondern wir müssen Phi erst einschränken auf eine offene Umgebung des Punktes, der uns interessiert, der ist hier P genannt, und nach dieser Einschränkung erhalten wir dann einen Diffeomorphismus. Und das drückt sich in dem Satz so aus, dass eben, wenn wir eine offene Menge U haben und einen Punkt P in dieser Menge und ein Phi, das stetig differenzierbar ist in U, und die Jacobi-Matrix in diesem Punkt invertierbar ist, dann ist Phi ein lokaler Diffeomorphismus um P. Ja, wir kommen zum Beweis. Da können wir uns die Schreibarbeit vereinfachen, indem wir mit dem Transformationsargument, das wir vorhin diskutiert haben, einfach annehmen dürfen, dass es ausreicht, sich folgende Situation anzusehen, nämlich dass P, der Punkt, der uns interessiert, die Null ist, der Ursprung ist, dass dieser Punkt mit Phi auf den Ursprung selber abgebildet wird. Und wir dürfen annehmen, dass die Ableitung in diesem Punkt die Identität ist. Das heißt, die Jacobi-Matrix ist in 0 die Einheitsmatrix. Wir wissen bereits, dass Phi stetig differenzierbar ist nach Voraussetzung und dass die Jacobi-Matrix in einem Punkt, in dem Punkt 0 eben differenzierbar ist. Um zu zeigen, dass wir einen lokalen Diffeomorphismus haben, reicht es jetzt nun zu zeigen, dass offene Umgebung UV, U tilde, V tilde existieren. Jetzt machen wir hier ein Bild, das ist unser U, das ist unser Punkt P, der jetzt eben der Nullpunkt ist und wir haben unser Phi, das nachher N abbildet und die was wir jetzt uns klar machen möchten, ist, dass es ausreicht, sich eine offene Menge U tilde zu finden und eine offene Menge V tilde zu finden, welche dann eben das Bild von Phi unter U tilde sein wird, sodass zwei Dinge gelten. Erstens soll die Restriktion von Phi auf U tilde ein Homeomorphismus sein und zweitens soll die Jacobi-Matrix von Phi nicht nur in dem Punkt 0 invertierbar sein, sondern in allen Punkten in dieser in U tilde. Also in diesem grün schraffierten Bereich möchten wir, dass die Jacobi-Matrix invertierbar ist. Und wenn wir das hinkriegen, wenn wir also U tilde und V tilde finden können und die Punkte A1 und A2 nachweisen können, dann folgt aus Satz 3.8, den Satz, den wir gerade bewiesen hatten, dass dann die Restriktion von Phi auf U tilde eben ein Diffeomorphismus ist und damit ist dann Phi selber ein lokaler Diffeomorphismus um den Punkt 0 herum. Und das ist die Behauptung dieses Satzes. Ja, eine Bemerkung
ist, dass dieser Punkt 0 wird ja nach Voraussetzung auf die 0 abgebildet. Das heißt, wir wissen, dass die 0 in V tilde enthalten ist. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist die 0 der einzige Urbildpunkt von Phi? Und die Antwort ist nein, dieser Punkt 0 im Bild von Phi könnte mehrere Urbilder haben. Zum Beispiel einen weiteren Punkt, der meinetwegen hier liegt. Und was man jetzt in diesem Argument eben zeigt, ist, dass wenn wir uns auf eine kleine Umgebung von 0 einschränken, dann sieht man nicht diese anderen Urbildpunkte von 0. Und um das zu zeigen, benutzt man letztlich den Banachschen Fixpunktsatz. Und um diesen vorzubereiten, ne, beim Banachschen Fixpunktsatz brauchen wir ja immer eine Kontraktion. Und Kontraktion kann man, also die Kontraktionseigenschaft für differenzierbare Abbildung kann man nachweisen, indem man gute Abschätzung an die Ableitung hat in der Operatornorm. Und was wir jetzt eben zeigen werden im ersten Schritt ist, dass man, das ist ein vorbereitender Schritt, dass man, wenn man sich auf eine kleine Kugel um die Null hier herum einschränkt, dann wird man später diese guten Kontraktionseigenschaften für die Fixpunktabbildung erhalten. Genau, und kommen wir also dann zum ersten Schritt in dem Beweis. Wir behaupten, dass es einen kleinen Radius R0 gibt, sodass die abgeschlossene Einheitskugel in U enthalten ist und diese Abschätzung gilt. Was schätzen wir ab? Wir schauen uns die Ableitung an und Phi in den Punkt X, der in dieser Kugel, dieser abgeschlossenen Kugel drin liegt, und wir messen den Abstand in der Operatornorm zur Identitätsabbildung. Und was wir auch uns ansehen ist folgendes: Wir nehmen die Determinante der Jacobi-Matrix im Punkt X, ziehen 1 ab und nehmen dann den Betrag. Das heißt, wir messen den Abstand der Funktionaldeterminante zu 1 und, um es vorwegzunehmen, die 1 ist die Determinante der Einheitsmatrix und wir wissen ja, dass die Jacobi-Matrix im Punkt 0 die Einheitsmatrix ist. So, das ist also diese Größe, die wir uns angucken und wir möchten, dass die kleiner gleich ein halb ist für alle x, die nahe genug am Punkt 0 liegen. So, das ist relativ einfach zu sehen. Zunächst einmal stellen wir fest, dass diese Inklusion immer richtig ist, wenn wir R nur klein genug wählen. Das liegt daran, dass wir angenommen haben, dass U offen ist und dass die 0 in U enthalten ist. Das heißt, um die 0 herum können wir eine offene Kugel zunächst mal legen und wenn wir deren Radius halbieren, dann liegt eben die abgeschlossene Kugel in U auch drin. So. Und die bleibt enthalten, wenn wir den Radius weiter verkleinern. Das andere, was man sieht, ist, dass wenn wir diese rechte Seite mal mit f von x bezeichnen, dann stellen wir fest, dass dieses f eine stetige Abbildung ist und dass dieses f an der Stelle 0 gerade 0 ist. Warum? Nach Voraussetzung ist d phi 0 die Identität, das heißt hier ist Identität minus Identität, kommt also eine 0 raus und die Jacobi-Matrix ist die Einheitsmatrix, dann steht hier 1 minus 1, das ist auch 0. Das heißt, für die am Punkt 0 ist diese Abschätzung schon mal erfüllt und aufgrund der Stetigkeit bleibt die erfüllt, wenn wir jetzt den Radius R nur klein genug wählen. Das heißt, dieser erste Schritt hier, die Behauptung Sternindex 1, die ist schon mal bewiesen. Ja, der zweite Schritt ist jetzt der wesentliche Schritt. Hier machen wir folgendes. Ich male nochmal unsere Situation auf. Wir haben also hier die Menge U. In der Menge U ist die 0 enthalten. Dann haben wir hier die Menge V. In der Menge V ist die 0 enthalten und wir haben die Abbildung Phi, die 0 auf 0 abbildet. Und die Behauptung ist jetzt folgende, dass wenn wir jetzt die offene Kugel mit Radius R halbe uns ansehen, das R ist so gewählt wie in Schritt 1. Also malen wir mal das hier hin. Das ist also die offene Kugel mit Radius R halbe. Dann haben alle Punkte in dieser offenen Kugel natürlich Urbilder.
Und zum Beispiel könnte so ein Punkt, der hier angezeichnet ist, einen Urbildpunkt hier haben, einen weiteren Urbildpunkt, der hier liegt, und vielleicht noch einen dritten Urbildpunkt, der hier liegt. Das hängt von der Abbildung Phi ab. Aber was man eben jetzt zeigen kann, ist, dass wenn wir nur die Urbildpunkte ansehen, die in der R-Kugel um die Null herum liegen, dann gibt es dort nur einen Urbildpunkt drin. Das ist das, was in dieser Aussage steckt. Hier passiert also die Lokalisierung. Für alle y aus dieser Kugel mit Radius r halbe existiert genau ein, und das Wichtige ist genau ein Urbildpunkt x in der Kugel mit Radius r. Und hier steht drin, dass x der Urbildpunkt von y ist unter Psi, beziehungsweise Phi von x ist gleich y. Das hier ist also äquivalent dazu, dass x gleich Psi von y ist, wenn Psi die Umkehrabbildung bezeichnet. Ja, wie zeigt man das? Die Existenz und die Eindeutigkeit folgt aus dem Banachschen Fixpunktsatz, und dafür brauchen wir erstmal eine Fixpunktabbildung, und die ist hier angegeben. Dieses kleine Phi hängt von dem Parameter y ab. Y ist ein Parameter in der abgeschlossenen Einheitskugel mit Radius r halbe, und wir definieren diese Abbildung zunächst mal für alle x aus u, und wenn man dann mal hinguckt, dann stellt man fest, dass Phi y x gleich x, also x ist Fixpunkt von Phi y, genau dann gilt, wenn y gleich Phi von x ist. Okay. Also was wir nur zeigen müssen, ist, dass diese Abbildung einen Fixpunkt besitzt, und zwar genau einen Fixpunkt besitzt, wenn wir den Definitionsbereich von Phi geeignet einschränken. Und was wir machen werden, das ist die Diskussion hier unten, ist, wir werden sehen, dass also Phi y betrachtet als eine Abbildung von der abgeschlossenen Einheitskugel Radius r in dieselbe eine Kontraktion ist, eine strikte Kontraktion ist. Das werden wir zeigen, und dann folgt hieraus eben, dass genau ein Fixpunkt existiert nach dem Banachschen Fixpunktsatz. Und dass dies der Fall ist, gilt nicht für beliebige y, sondern wir werden sehen, dass wir hierfür annehmen müssen, dass eben das y eine Norm hat, die kleiner ist als r halbe. Kleiner gleich ist als r halbe. Okay, also darauf möchten wir hinarbeiten, und wenn wir das dann gezeigt haben, können wir einen Banachschen Fixpunktsatz anwenden, und aus dem folgt dann die Eindeutigkeit des Fixpunktes x und damit die Eindeutigkeit der Lösung der Gleichung Phi x gleich y und damit die Behauptung Stern 2. Ja, wenn man die Kontraktionseigenschaft von so einer Abbildung nachweisen möchte, dann kann man das tun, indem man, falls die Abbildung differenzierbar ist, eben den Schrankensatz benutzt. Und dazu muss man erstmal die Ableitung kennen. Und die Ableitung von d Phi ist eben hier gegeben. Wenn wir Phi nach x ableiten, dann entfällt die Ableitung dieses Terms, die ergibt 0. Hier kriegen wir die Identität, und hier kriegen wir d Phi x. Das heißt, wir bekommen dieses Ergebnis hier. Ja, wenn wir jetzt nochmal nach oben gucken, da haben wir gesehen, dass Identität minus d Phi x ja abgeschätzt werden kann. Das ist in Behauptung 1 geschehen, und zwar durch ein halb, solange unser x eben eine Norm hat, die kleiner gleich r ist. Und das steckt hier auch nochmal drin. Also für x in dieser Kugel gilt Operatornorm von d Phi y x ist kleiner gleich ein halb. Und wenn wir das dann mit dem Schrankensatz verknüpfen, dann erhalten wir diese Abschätzung, die hier steht, und die gilt für beliebige Punkte x1, x2 aus dieser abgeschlossenen Kugel. Und da sieht man schon, dass also Phi eine Kontraktion ist auf dieser abgeschlossenen Kugel.
Was wir jetzt noch nachweisen müssen, ist, dass Phi, diese abgeschlossene Kugel, also noch zu zeigen, um nachzuweisen, dass wir, um den Banachschen Fixpunktsatz anzuwenden, müssen wir noch zeigen, dass Phi die abgeschlossene Kugel in sich selbst abbildet. Das heißt, wir müssen zeigen, dass Phi angewendet auf diese abgeschlossene Kugel in der abgeschlossenen Kugel landet. Und das passiert hier in der nächsten Zeile. Und zwar beginnen wir hier mit dieser Abschätzung. Diese Abschätzung ist einfach zu sehen. Hier haben wir einfach y von 0 addiert und abgezogen. Und wenn man dann benutzt, dass für y von 0 nach Definition ja y plus x minus phi x ist, und zwar mit x gleich 0 und damit einfach y ist, da ja phi von 0 gleich 0 ist nach Voraussetzung, sieht man sofort, dass man diese mit der Dreiecksungleichung diese Abschätzung hier bekommt. Hier können wir jetzt die Kontraktion anwenden. Wir sehen also, dass dieser Term hier abgeschätzt werden kann durch 1/2 x minus 0 in der Norm. Und wenn wir jetzt annehmen, dass x in der Kugel liegt mit Radius r, dann ist es kleiner gleich r halbe. Und so erhalten wir dann letztlich diese Abschätzung, die Sie hier sehen, r halbe plus Norm von y. Okay. Und daraus folgt nun Folgendes: wenn wir diese Abschätzung verwenden mit einem y, dessen Betrag kleiner als r halbe ist, dann ist die rechte Seite hier kleiner gleich r. Und das bedeutet, dass dieser Vektor hier in der abgeschlossenen Kugel mit Radius r liegt. Und dann erhalten wir eben diese Inklusion. Das heißt, für alle y in dieser abgeschlossenen Kugel bildet phi y diese Kugel in sich selbst ab. Wir haben schon gesehen, dass es eine Kontraktion ist, eine strikte Kontraktion, und es bedeutet, dieses phi y besitzt einen eindeutigen Fixpunkt, und daraus folgt dann die Existenz einer eindeutigen Lösung zu dieser Gleichung dx gleich y. So, und was man auch noch sieht, ist Folgendes: wenn wir y sogar in der offenen Kugel mit Radius r halbe wählen, dann ist also Norm von y kleiner, echt kleiner als r halbe, und damit die rechte Seite echt kleiner als y, als r, dann sehen wir, dass die offene Kugel in die offene Kugel abgebildet wird. Und das ist auch was wir ja hier in dieser Behauptung eben behaupten. Also für jeden Punkt y aus der offenen Kugel r halbe existiert genau ein x in der offenen Kugel mit phi x gleich y. Ja, dann können wir jetzt schon zum vorletzten Punkt kommen des Beweises. Wir möchten jetzt unsere Abbildung phi so einschränken, dass wir einen Diffeomorphismus bekommen. Und dazu definieren wir zunächst mal Frau Tilde, legen wir fest als die Kugel mit halbem Radius, mit Radius r halbe. Und U Tilde legen wir fest als den Schnitt der Kugel mit Radius r und dem Urbild unter Phi von V Tilde. Man kann sich das nochmal im Bild klar machen. Das ist also unser U, hier ist unsere 0. Dann haben wir unser V, das ist hier die 0. Dann hatten wir hier jetzt diese Kugel mit Radius r halbe. Zu dieser Kugel gehört ein Urbild, das könnte vielleicht so aussehen. Könnte vielleicht diese grün schraffierte Menge sein. Und wir schneiden jetzt hier diese Menge mit einer Kugel mit Radius r. Und das dann hier, sagen, dieses schraffierte Gebiet ist dann U Tilde. Während dieses hier ja V Tilde ist. Okay.
So, diese beiden Mengen U und V getildet sind offene Mengen der Null. Und wenn wir jetzt Phi einschränken auf U Tilde und den Wertebereich durch V Tilde festlegen, dann erhalten wir, dass eben dieses Phi eine Bijektion ist, und das kommt aus diesem Schritt 2. Ne? In dem Schritt 2, wenn wir nochmal hochgehen, steht da, für jeden Bildpunkt in Phi Tilde existiert genau ein X in dieser Kugel mit Radius R. Genau 1. Also ist zum einen diese Abbildung Phi injektiv, aber aufgrund der Definition von U Tilde ist sie eben auch surjektiv, und damit haben wir eine Bijektion. So, das Einzige, was wir jetzt dann noch zeigen müssen, ist, dass die Umkehrabbildung Psi stetig ist. Nämlich dann haben wir einen Homeomorphismus und damit auch hier die Behauptung A1 gezeigt. A2 haben wir schon gezeigt, das folgt nämlich direkt aus Stern, wie wir gleich nochmal sehen werden. Also, wir müssen jetzt nur noch nachweisen, dass die Umkehrabbildung von Phi eingeschränkt auf U Tilde stetig ist. Und das ist der Inhalt von diesem dritten Schritt. Ja, und wir zeigen sogar noch mehr. Wir werden nämlich zeigen, dass die Umkehrabbildung Psi sogar eine Kontraktion ist und damit insbesondere eine stetige Abbildung. Seien also jetzt Y1, Y2 aus Phi Tilde, und wir bezeichnen mit X1 und X2 die entsprechenden Urbilder. Ja, wir möchten diese Distanz hier abschätzen. Das ist das gleiche nach Definition der XIs wie der Abstand von X2 zu X1. Und was wir jetzt machen können, ist diese XIs mit Hilfe von Phi umschreiben. Also dazu erinnern wir uns nochmal, Phi Y war ja definiert als Y plus X minus Phi von X. Wenn wir jetzt Y 0 setzen, dann erhalten wir Phi von 0 an der Stelle X, ist also X minus Phi von X. Und das bedeutet, dass wir X schreiben können als Phi 0 X plus Groß Phi von X. Und wenn wir jetzt für x1 oder x2 einsetzen, dann steht hier Phi 0 von xi plus Groß Phi von xi, aber Groß Phi von xi war ja nichts anderes als yi. Und wenn man das jetzt hier benutzt, dann, und die Dreiecksungleichung verwendet, dann sieht man, dass diese Abschätzung hier also schon mal richtig ist. Dann hatten wir im Schritt 2 nachgewiesen, dass Phi 0 eben eine Kontraktion ist, und das verwenden wir hier an dieser Stelle. Und so erhalten wir dann die Abschätzung, die hier zu sehen ist. Ja, dieser Term hier ist der gleiche wie dieser Term, weil ja xi so definiert war. Und das heißt, wir haben also auch hier wieder eine Situation, wo auf beiden Seiten dieser Ausdruck vorkommt, einmal mit einem Faktor 1/2 auf der rechten Seite. Und wir können auf beiden Seiten jetzt 1/2 mal diese Norm abziehen und erhalten dann letztlich diese Abschätzung, die Sie hier sehen. Und das heißt, Psi ist in der Tat Lipschitz-stetig auf Phi Tilde und damit insbesondere stetig. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zum abschließenden Argument. Wir haben jetzt ge gezeigt, dass diese Abbildung hier ein Homeomorphismus ist und damit A1 erfüllt. Und jetzt müssen wir uns nochmal klar machen, dass auch A2 gilt. Da schauen wir einfach nach oben zu A2. A2 war die Aussage, dass die Jacobi-Matrix für alle x in U Tilde invertierbar ist. Was wir wissen, ist, dass die Jacobi-Matrix im Punkt 0 die Identität ist und damit invertierbar ist. Und was wir auch wissen, das kommt aus dieser Abschätzung Stern 1, ist, dass für alle x aus U Tilde die Determinante von der Jacobi-Matrix Abstand 1/2 zu 1 hat, und daraus folgt eben, dass die Determinante der Jacobi-Matrix an der Stelle x für alle x aus U Tilde auf alle Fälle mal schon größer gleich ist als 1/2. Und
Das heißt insbesondere, dass die Determinante der Jacobi-Matrizen eben positiv sind und damit sind die Jacobi-Matrizen invertierbar. Und wir haben A2 auch nachgewiesen. Ja, und wie wir schon begründet haben, ist, dass aufgrund der Voraussetzungen, die in dem Satz formuliert sind und diesen Eigenschaften A1 und A2, dann Phi ein Diffeomorphismus ist nach Satz 3.8. Und damit ist dieser Satz über den lokalen Diffeomorphismus bewiesen.